So, dann schauen wir mal, wie wir da jetzt hochkommen. Da drüben vielleicht. Ah, da liegt was. Einen Schatz gefunden. Muah. Sie haben einen Schatz gefunden. So. Geht da irgendwo noch was? Ja, lauf mir doch ständig in den Weg, Madame. Okay. Was hat sie? Vielleicht geht's hier hoch. Da sieht's doch gut aus. Ah ja, wahrscheinlich müssen wir uns hier von. Ich brauch nur kurz deine Hilfe. Habe ich mir schon gedacht. Die Dinger sehen nicht stabil aus. Sind sie nicht. Sei vorsichtig. Ach Gott. Darüber schaffe ich es nicht, aber darüber vielleicht. Yep. Und dann darüber. Ups. Verzeihung. Und jetzt. Darüber. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Kommen wir darüber? Da vorne können wir hoch. Nö. Da drüben. Ach, da oben. Okay, da oben. Ah ja. Sehr schön. Komm hoch. Was haben wir denn da? Ja. Wow. Willkommen auf Averys Landsitz. Wirklich schön hier. Mal abgesehen von den ganzen Baumängeln und Wasserschäden. Ganz klar Abwasserprobleme. Der Traum eines jeden Heimwerkers. Okay, also. Offenbar hat jemand den Damm da gesprengt und alles unter Wasser gesetzt. Ich hatte es vergessen. Wie gut du bist. Okay, und welches meinst du ist Averys? Ich tippe auf das da. Dass das noch intakt ist. Oh. Du bist auch nicht schlecht. Ja, ach, ich hatte ein bisschen Übung, habe ein paar Bücher Mist, gelesen. Mist! Was? Was? Die Haustür. Sam. Er lebt noch. Ja, noch. Na los. Na, ganz fantastisch. Dann mal. Okay, halt die Augen nach Shoreline-Typen offen. Ja. Okay, kommen wir da weiter? Hier lang? Ah ja, wir können uns hier wahrscheinlich. Dass mal gut geht. Ups. Ups. Okay, hier kommen wir nicht weiter. Natürlich. Was war jetzt? Da drüben vielleicht das Fenster. Alles okay? Ja. Da springen Fische rum, wie goldig. So. Da hoch. Als Sally mir von diesem Ort erzählt hat, habe ich mir Holz oder höchstens einfache Häuser angeschaut. Ja. Darüber müssen wir. Ach, mein Gott. Zack. Das sieht gut aus. Hier durch. Vorsicht, Kopf. Den konnte jemand nicht ausschalten. Alter. Wie das hier alles noch rumsteht. Ey. Okay, das sieht gut aus.
Nicht darüber? Und dann? Ja, sind wir bei dem Ziel hier nicht wirklich näher, ne? Da waren wir ja vorhin schon. Falsch gelaufen, Kalle. Geht's da noch weiter? Nö. Oder vielleicht doch? Ah ja. Ich vermute, wenn hier hohes Gras ist. Scheiße, schau. Ja. Elena, runter. Ich sehe sie. Hab ich mir schon gedacht, wenn hier hohes Gras ist, dann sind garantiert die Boys da. Was habe ich denn jetzt gemacht? Habe ich jetzt eine Granate? Ach nee. So, die zwei haben wir. Da oben stehen noch. Okay. Da steht auch noch einer. Da hinten steht noch einer. Shit, wie kommen wir denn die jetzt ran? Ja, ja, ihr müsst vorbereitet sein, ist klar. So, wenn der das nächste Mal kommt, muss er dran glauben. Drake gibt sich nicht kampflos geschlagen. Versuch's doch. Wir sind bereit. Ich bin bereit. Was mir natürlich sehr eine Hilfe wäre, wäre so ein Schalldämpfer oder sowas. Komm her. Na komm her. Wo ist er denn? Da ist er ja. So. Da laufen sie überall rum, die Jungs, da oben. Wie kriegen wir die jetzt? Am geschicktesten. Oh, oh, da ist ja noch einer. Gott, den haben wir. Alles klar. Da oben sind noch, da oben rennt noch einer rum. Okay. Der Typ da oben. Wie kommen wir an die jetzt am geschicktesten ran, ey? Weiß kein Mensch, ne? Da-da-da-da-da-da-da-da. Entdeckt werden, kommen sie von allen Seiten. Das ist ziemlich schwierig. Wir sind bereit. Ich bin bereit. Ja, ihr seid alle bereit. So, komm her, Junge.
so. Da drüben ist einer. Der Kasper kann uns auch sehen. Boah, das ist doch Mist, ey. Nette Bude. Sieht nicht nach einer Piratenhütte aus. Nee, gar nicht, ne? Wo sind die Wertsachen? Komm her. Komm her, Junge. Okay. So weit, so gut. Jetzt rennen da hinten zwei rum und der da oben. Ich glaube, den da oben sollten wir als erstes ausschalten. Rennt da rüber, okay. Boah, das ist gar nicht so einfach. Der über uns nicht wäre, wäre es ja ein bisschen einfacher, aber. Kommen wir denn da hoch? Das wäre natürlich überragend. Aber ich glaube eher nicht, ne? Ne, das kannst du vergessen. Das ist Mist, ey. So kommen wir hier nicht raus. Und dass der Kasper uns da oben sieht. Oh man. Hey, sieh dir die Brücke! Das ist gar nicht so einfach. So ein Mist, ey. Das Einzige, was wir machen könnten, wäre die vielleicht hier in... Ah ja. In so ein Feuergefecht verwickeln, so wollte ich sagen. Ach komm, wir probieren es einfach mal. Wir haben Gesellschaft! Ja, wenigstens mal weglocken, die Jungs. Genau. Sehr schön, gut gemacht. Genau, die kommen jetzt alle hier runter. War ja nix. Wenn die wenigstens mal ins Fenster kommen würden. Hallo, Junge.
So, da ist einer, da ist einer. Da oben stehen noch zwei. Was ist mit dem da oben? Ich glaube, der ist weg jetzt, ne? Was zum? Ja, was zum? Wer hat's einen erwischt? Ja, dann komm doch mal her. Hier ist jemand. Alles ausschwärmen. Dann erwischst du dich auch gleich, Freund. Komm hier. Ja, komm her. Wo ist er denn? Gott. So, jetzt haben wir da unten noch einen. So sieht das doch schon gut aus. Der kommt jetzt auch hier rüber. Komm. Muahaha. So, das sieht gut aus. Was ist los? Ja, kommt mal her, Jungs. Kommt mal runter. Wo ist er denn? Er kommt doch mal runter, Mensch. Da stehen oder was? Nee, gut. Ich hab sie! Echt, hast du sie? Nicht einfach, ey. Das ist wirklich nicht einfach. Boah. Pass mal auf, wenn ich hier hochgehe. Sehr gut. So, dann wechseln wir mal die Knarre. Und die ist doch, glaube ich, ein bisschen besser. So, haben wir hier oben noch irgendwo einen? Da oben ist noch einer. Da hinten. Und da hinten. Sehr gut. Das heißt, wenn ich da rüber gehe. Gar nicht gesehen da unten. So, sind hier irgendwo noch welche? Nee. Komm raus! Nö. Oha. Wir sind nicht alleine! Rückt da! Keine Gruppen bilden! Der könnte mich sehen. So, da ist da oben der noch. Den Rest müssen wir... Ah, ne, da oben, da ist noch einer. Okay, ach stimmt, das ist der... Der gepanzerte Boy. Alter, das sind eine ganze Menge. Oh ja,
Ich glaube, das Ding kann ich gut gebrauchen. Wow, Mist, ey. Okay, schießen ist da suboptimal. Okay. Wenn der Typ jetzt da runterkommt. Komm her. Ja, sehr gut. Komm zu Papa. Sehr geil. Ich brauche die Knarre. So. Der da drüben ist jetzt weg. Das ist schon mal sehr gut. Und da haben wir hier eine ganze Menge gepanzerte Typen. Okay. Ganze Menge gepanzerte Typen und keine. So könnte es ja. Alter, die haben aber auch. Oh mein Gott. Alter, die haben. Das schaffst du ja nicht. Das schaffst du nicht hier. Ich komme da auch so irgendwie nicht rüber, ne? Also die Typen kommen hier mal rüber. Das wäre natürlich. Ah, das wäre ja genial. Na komm mal ran, Freund. Na, guck mal einer an. Boah. Ich sehe ihn. Alter! Den haben wir. Ja, den haben wir auch. Das war's. Bist du okay? Ja. Alter. Gehen wir weiter. Ach, lieber Mann, ey. Was ein Shit. Ach, natürlich. Jetzt komme ich dann nicht mehr die Ding hoch. Ja, komm. Drück dich hoch. Was denn sein? Die Knarre kann was, die ist ziemlich cool. Jetzt gucken wir uns erstmal an, was die Boys da drüben haben. Ah, was haben wir denn da gehabt? Ja, Granatwerfer will ich jetzt nicht unbedingt, aber so ein Scharfschützengewehr wäre genau mein Ding. Vielleicht durch diese Höhle. Ja, sehen wir nach. Sowas hier. Okay, wir sehen noch. Hm?
war. Geht's hier irgendwo hoch? Ich glaube, das ist eher nicht der Fall. Ein Weg unter Wasser. Und runter? Wollen wir was testen? Wir testen es. Tatsächlich. Jetzt guckst du dir an. Ja, du sollst dich nicht umdrehen, du sollst schon in die Richtung schwingen, Mann. So. Da haben wir das Schloss. Wahnsinn. Mist. Wie viele Leute hast du hergebracht? Wozu hat sie sonst eine ganze Armee? Meinst du, sie haben einen Schatz? Ich nicht. Besser für Seth. Das ist. Okay, da geht's nicht weiter. Passiert an Richard Ward. Zeichnet Adam Baldridge. Ich habe euch prompte Vergeltung versprochen. Da ihr von mir genommen habt, habe ich euch genommen. Gezeichnet Gründer Baldridge. Sie waren beide Gründer? Na dann. Ja. Krass, der hat ja seine Frau oder Kinder aufgehängt oder sowas. Ne? Warum? Mehr Verfolgungswahn oder Geld? Ja, tja. Mehr Geld, mehr Probleme. Krass. So. Hier können wir. Hier haben wir einen Strom. Ja, aber es ist zu hoch. Auch für eine Räuberleiter. Wo? Ja, natürlich, Madame geht wieder vor. So. Also doch überschwimmen. Erfrischend. Komm, geh mal vor. Zeig mir, wo es lang geht. Hey, ich sehe da oben ein paar Kisten und Vorräte. Super, ich hole uns eine her. Oh ja. Genau.